Dann sag ich mal guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann auch immer gerade ihr das Video jetzt guckt. Ich mache jetzt hier ein neues Video. Ich habe hier ein neues Spiel, wie ihr hier seht. Und zwar Aquatico. Ein Unterwasser-Strategie-Aufbauspiel. So der Art. Und da wollen wir mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Es sind ja schon ein paar Tage jetzt vergangen, seitdem es dann veröffentlicht worden ist. Und ein paar Patches sind schon raus. Und da wollen wir jetzt einfach mal reinschauen, was sich denn da so unter Wasser tut bei diesen schicken Korallen hier da, ne? Mal fortsetzen. Und Rudels, Ladels, sortiert es auch schon hier. Okay. Ja, ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut. So kann sowas dann mal ausschauen. Aber wir wollen ja hier neu anfangen, ne? Also schon mal ein bisschen bisschen weiterentwickelt hier. Gut, wir gehen mal zurück ins Hauptmenü und machen mal neues Spiel. Dann nehmen wir die Unterwasserkolonie Deep Sea Würm. Oh ja, Würm. Und wir nehmen Banner. Nehmen wir hier mal. Was nehmen wir denn? Das habe ich beim anderen. Ich glaube. Ja, wir nehmen das hier. Das Atom. Und die Farbe. Wir nehmen gelb. Ja, und dann nehmen wir das flache Riff hier und fangen mit dem Schwierigkeitsgrad normal mal an. Einwohnerzahl, das lassen wir alles einfach mal so eingestellt hier, so wie es kommt. Was kommt, das kommt. We were bound for the stars, but the stars had other plans for us. Our cities were bright. We were walking in the sunlight. And then Nimrod struck. Arriving from the stars, the asteroid obliterated our world. Radiation spread, the climate changed, and sea levels increased. The oceans were our demise, but now they're a chance for survival. Beneath the waves, we will find a new home, and you will be there to build it. Und da sind wir. Noch nicht ganz. Wähle einen Ort, an dem die Unterwasserbasis errichtet werden soll. Da haben wir hier erstmal so eine Map. Mit verschiedenen Riffen und anderen Geschichten und so weiter und so fort. Und da wählen wir irgendwo einen Ort. Natürlich wäre es gut, glaube ich, wenn man. Ich glaube, hier auf der Map ist es. Anfangsmap ist es eigentlich ganz gut. In jeder Location eigentlich. Ich würde mal sagen, machen wir mal zur Abwechslung mal hier. Hier irgendwo haben wir gesetzt. Gut.
Unterwasserbasis ist errichtet. Willkommen, Meeresbürgermeister. Eine Unterwasserkolonie zu leiten bedeutet große Verantwortung. Aber wir von Neu-Atlantis haben vollstes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Uns unter dem Meer anzusiedeln ist unsere letzte Chance auf Überleben, seit der Meteoriteneinschlag die Erdoberfläche unbewohnbar gemacht hat. Konzentriere dich auf die Produktion von Plastik für Bauvorhaben, für die Wärmeversorgung und Nahrung. Die kalten Winterströme lassen nicht lange auf sich warten. Werde ein Leuchtfeuer unserer Zivilisation und gib der Menschheit neue Hoffnung in dieser schwierigen Zeit. Folge dem Tutorial, um zu lernen, wie du deine Unterwasserkolonie aufbaust und organisierst. Tja, da sind wir. Mit vielen kleinen Helferlein. Da muss man zuerst mal hier oben drauf gehen, hier sich da drüber bewegen, da haben wir die ganzen Ressourcen, ne? So. Das auch nochmal. Man kann es mit Leertaste pausieren und dann mit 1, 2, 3 und 4 die Stufen einstellen. Probiere die folgenden Befehle aus, um fortzufahren. Die Kamerasteuerung. Kamerabewegung. Kamera rotieren. Da wird einem fast schwindelig. Mittlere Maustaste gedrückt halten, Maus nach links und rechts, kann man auch so machen, ne? Mittlere Maustaste gedrückt halten, nach oben und unten. Öffne das Menü für die Produktionsgebäude in der Werkzeugleiste. Linke Maustaste. Da haben wir hier schon mal was und da können wir jetzt bauen das Sammlerlager. Arbeiter oder Drohnen, die aktuell keinen Auftrag haben, werden Ressourcen von deiner Unterwasserbasis oder Depot holen und es zur Baustelle schaffen. Sobald genug Materialien vorhanden sind, beginnen die Drohnen mit der Arbeit. Das Tutorial wird fortgesetzt. Und jetzt bringt schon einer was, ne? Ja. Was da alles rumliegt hier. Kann man alles einsammeln und irgendwann kommen, glaube ich, auch die Container dran. Die kann man aufmachen irgendwie. Soweit ich das verstanden habe. Schön rumscannen hier, um zu bauen. Ne? So, öffne die Stellenübersicht und setze einen Haken bei Arbeitskraft automatisch zuweisen. Stellenübersicht, die haben wir hier. Da kann man jetzt einen Haken da unten setzen, genau. Dann kriegt er automatisch auch Leute oder Drohnen. Finde die effizienteste Position, wähle dann den Schwammsammler und platziere ihn auf dem Meeresgrund.
Den Schwammsammler soll mal platzen. Dann machen wir mal hier. Da haben wir doch hier. Ich glaube, hier ist ganz gut. Das Tutorial wird fortgesetzt, wenn der Bau zur Hälfte fertig ist. Zur Hälfte. Sollen wir mal ein bisschen Wasser nachfüllen? So. Wähle die Ölplattform aus und platziere sie auf dem Meeresgrund. Um den besten Ort dafür zu finden, schalte das Raster um mit G. Da sieht man sozusagen geologische Informationen. Ich werde den mal hier hinsetzen. Wähle die Treibstoffraffinerie aus und platziere sie auf dem Meeresgrund. Und jetzt muss man alles verbinden, ne? Ein Netzwerk von Leitungen, welches Öl, Treibstoff, Sauerstoff und Elektrizitätsquellen mit den Endverbrauchern verbindet. Wähle die Leitung im Infrastrukturfenster, verbinde die Ölplattform der Treibstoffraffinerie mit Hilfe der Leitung, ne? Oh. So soll es sein. Wähle das markierte Schwammsammlergebäude aus und erwirb die Aufwertung für den Produktionsbonus. Mit dem Produktionsbonus, Bonussen. Genau. Wir bonussen den Bonus und genießen ihn dann auch. Ach ja. Schön, wie sie da so schön aufbauen. Oh.
Die kleinen Drohnen da. Wähle die Plastikfabrik aus und platziere sie auf dem Meeresgrund. Verbinde die Fabrik mit der bereits vorhandenen Leitung. Ui, so eine kleine Leitung. Errungenschaft freigeschaltet. Spongeworthy 2. Okay. Interessant. Verbinde die Fabrik mit den bereits vorhandenen Leitungen. Genau. Ernte die benötigten Ressourcen. Ziehe eine Box um den Bereich, den du abernten willst. Manche Materialien können in der direkten Umgebung gefunden und dann gesammelt werden. Wie zum Beispiel Plastik, Eisen, Steine und Schwämme. Um sie zu sammeln, klicke mit der linken Maustaste auf die Werkzeugleiste, um das Werkzeug, Gebäude und Ressourcen entfernen auszuwählen und wähle dann Stein, Eisen und Plastik sammeln aus. Klicke hier, um die Kamera zu den ausgewählten Ressourcen zu bewegen. So, öffne das Forschungsfenster U und erforsche die Wasserturbine. Noch einmal. Forschung im Gang. Ui, ui, ui. Ui. Das schreitet schnell voran hier. Kostet 20 Credits. Forschung abgeschlossen. Wir werden gleich eine Wasserturbine bauen. Wir brauchen hier noch die Plastikfabrik fertig.
Wir brauchen 60 Schwämme. Da müssen wir mal Schwämme sammeln gehen. Dauert jetzt ein bisschen, ne? Wahrscheinlich. Wir haben bloß einen Schwamm. Schwamm. Und da werden die Schwämme aufgelöst hier. Jetzt gibt's Schwämme. Jetzt gibt's eine Schwammschwämme. Und hier wird gebaut. Schön. Eine Plastikfabrik. Also normalerweise ist ja Plastik im Meer nicht so schön. Aber hier brauchen wir es anscheinend. Wähle die Kuppel aus und platziere sie auf dem Meeresgrund. Jetzt kommen wir schon zur Wohnkuppel. Jawohl, dann platzen wir mal diese Kuppel hier irgendwo. Mal schauen, wo. Gucken wir mal. Platzen wir sie hier. Ei. Und das Tutorial wird fortgesetzt, wenn der Bau vollendet ist. Schön. Was macht der eigentlich jetzt hier? Der hat 80 Plastik. Ja, der geht auch zum Bau hin. Die Sophie. Eine Sophie ist das. Und er ist eine Drohne. Nicht noch einer, so ein Krebsanzug. Ah, da ist noch einer.
Der Emmet. Schalte zwischen der Boden- und Kuppelansicht hin und her. Tab. Wähle die Häuser aus und platziere zwei davon in deiner Kuppel. Ich will noch keine Richtlinien erlassen jetzt. Ich will erstmal hier Häuslebauer machen. Ja, öffne das Forschungsfenster. Und erforsche den Sauerstoffgenerator. Wir brauchen also auch Sauerstoff. Ist ja irgendwie logisch, oder? So. Wähle die Wasserturbine aus und platziere sie auf dem Meeresgrund. Platzieren wir sie denn? Wähle den Sauerstoffgenerator aus und platziere ihn auf dem Meeresgrund. Was ist denn der hier? Verbinde die Kuppel, die Wasserturbine, den Sauerstoffgenerator und die Treibstoffraffinerie mit demselben Leitungssystem. Mit ein und demselben Leitungssystem. Also. Das war ein bisschen viel, ne?
So. Hä? Also Anschluss hat's doch. Da hinten muss ich auch noch was machen. Okay, jetzt haben wir es verbunden. Öffne das Forschungsfenster U und erforsche die Batteriefabrik. Wähle den Anschluss mit der Fehlfunktion und repariere ihn. So ein rotes Dings hier, so ein rotes Schild, wo es defekt ist, da wird repariert. So, das Tutorial wird fortgesetzt, wenn die Forschung vollbracht ist. So. Schnupper die Puppe mal in dieses Spiel hinein, habe ich mir gedacht. Leitungsanschluss ist gut wieder, machen wir zu. Naja, man kann auch umfärben, ne? Geht denn das gleich wieder? Ich hatte es kurz angehalten, das stimmt ja. Ach ja, hier. Auf ein Gebäude klicken und dann hat man hier so einen Pinsel. Und dann kann man hier auswählen. Und ich wähle wieder meine Farben aus. Primärfarbe ist machen wir mal schwarz. Sekundärrot. Nee, umgekehrt.
Schauen wir mal, wie das ausschaut. Ich glaube, das passt. Ja. Mit dem Umfärben. Einfach wunderbar. Ja, die Forschung. Wir warten noch auf die Forscher. Die sind so Forscher. Entforschend. Ich kann jetzt auch draufklicken. Hier gibt es auch wieder Bonus, Optimierung. Aktiv, man kann es abschalten, man kann die Effizienz sehen, man kann Gebäude 1 vom selben Typ sehen, ne? Und Produktion, hier 100 Sauerstoff, Unterhaltskosten 60 Strom, hier haben wir noch 20 Strom. Oh, jetzt brauchen wir eine Batteriefabrik, so wie es ausschaut. Batteriefabrik auswählen und platzieren. Na, gucken wir mal. So, Meeresgrund platzieren. Machen wir so. Und da sind wir am Ende vom Tutorial angelangt. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem tatsächlichen Weiterbauen auf eigene Faust. Ja, ist noch nicht ganz fertig, ne? Das dauert noch ein bisschen, ne? Wir brauchen noch 40 Plastik und Eisen. Ah, ich muss wieder welche Leute losschicken zum Abbauen. Ne? Und zwar wieder über diese Funktion. Jetzt machen wir ganz einfach mal hier. Also groß kann ich das Raster gar nicht ziehen. Aber wir haben es ja jetzt. Hey, siehst du, der Kleine flitzt hier schon rum. Flitze, 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 Mann. Der flitzt da um die Ecke. Um die Ecken. Jo, 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 so macht er das. Anschauen. Das ist jetzt unsere neue Batteriefabrik. Siehst du mal. Die braucht noch einen Anschluss. Drücke linke Maustaste um deine Leitung Produktionsstätten zu optimieren, ist eine große. Es fehlt Elektrizität. Ui, da haben wir da schon das Problem. Ne? Problem, Elektroproblem. Dann machen wir hier jetzt mal einfach noch mal schnell den Bau von mindestens einem. Derartigen Gebäude hier. Und dann sollten wir es aber haben, ne?
Sophie, das war die vorher in dem Krebsanzug. Vermutlich. So, ja, so sieht sie jetzt aus, unsere kleine Basis auf dem Meer heute. Jo, und wir kriegen noch Neuankömmlinge. Jo, die heißen wir dann nächstes Mal willkommen, wenn es dann heißt Aquatico, abtauchen und versuchen zu überleben. Bis dahin sagt der Wurm Tschüss und Ciao und Goodbye.